Hallo mein liebes Krebskollektiv und herzlich willkommen zu eurem Wochenausblick, eurem Horoskop für die kommende Woche beziehungsweise die Energien, die in der kommenden Woche eine Rolle spielen könnten. Und das geht schon mal nicht so gut los. Ich habe hier die 7 der Kelche, Entscheidungsschwierigkeiten, ja, sich nicht festlegen wollen. Und das kann durchaus für Probleme und für Streitereien sorgen, denn die 5 der Schwerter fallen direkt danach. Ja, das Ganze, könnte hier ein bisschen für Stress sorgen mit den 8 der Stäben, nicht im positiven Sinne, sondern eher im negativen Sinne, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber das ist ja selbst kreiert. Also irgendwas hält dich hier definitiv noch zurück. Und mit den 10 der Schwertern findest du hier aber den schlussendlichen Schlussstrich, den notwendigen Schlussstrich, den es zu tun gilt, damit du hier wieder in deine Schöpferkraft zurückfindest. 8 der Münzen, denn hier möchte nämlich etwas erledigt werden. Und es geht hier um dein Talent und um deinen Fleiß. Vielleicht hat das hier auch arbeitstechnisch eine Rolle gespielt in der Vergangenheit, dass du Dinge gemacht hast, gearbeitet hast, vielleicht des finanziellen Willens, um aus einer Angelegenheit etwas herauszukommen, aus einem Mangel herauszukommen. Allerdings ist das etwas, was dich auf Dauer nicht befriedigt. So, und dadurch kommst du natürlich in dieses Abhängigkeitsverhältnis. Zum einen ist natürlich gesagt, gut, du verdienst gutes Geld, ist es sicher, aber es ist jetzt nichts, was dich irgendwie in irgendeiner Art und Weise glücklich macht. Und dann kann es aber schon sein, wenn hier eine Gelegenheit reinkommt, dass du diese gar nicht wahrnimmst, obwohl sie eigentlich deinem Metier entspricht, im wahrsten Sinne des Wortes. Und du aus der Abhängigkeit per se rauskommen könntest und rein in das teilende Prinzip. Das heißt, umso mehr du investierst, umso mehr bekommst du auch raus. Das ist in der aktuellen, zumindest bei mir hier in den Karten nicht der Fall. Mit den Ritter der Schwerter gehst du hier in die Debatte, in den Konflikt und möchtest ihn lösen, damit du mit dem Magier wieder in dein Wirken zurückfindest. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja, es ist Zeit jetzt hier wirklich keine Illusionen zu schaffen, sondern Tatsachen zu schaffen. Deswegen ist dein Wirken gefragt, besonders in der Konstellation. 4 der Schwerter sortieren deines Herzens, damit du deinen Platz im Leben finden kannst. Ja, und sehr interessant. Ich habe hier die Schwertkönigin, die Mäßigkeit in der Mitte und den König der Stäbe. Es steht hier also alles auf Motor anschmeißen, ja, wieder Temperament gewinnen, mehr Dynamik, mehr Feuer, mehr Eifer, mehr Leidenschaft, mehr Souveränität. Und es könnte durchaus hier zwischen euch zwei beiden eine Rolle spielen, denn 10 der Kelche, das Gefühlshoch möchte hier reinkommen. Es kann also auch mit einer anderen Person zu tun.